Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwester, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ganz herzlich darf ich euch und Sie willkommen heißen, hier vor Ort in unserer Pfarrkirche und Sie und euch an den Monitoren. Miteinander sind wir eingeladen, Eucharistie zu feiern, sind wir eingeladen, Danksagung zu feiern. Wir sind eingeladen, zurückzuschauen auf inzwischen über 100 Jahre gemeinsamen Unterwegssein hier vor Ort in Kardorf. Wir sind eingeladen, diesen Dank einmünden lassen in die Feier der Eucharistie. Wir sind zusammengekommen, um miteinander letztlich vor den Herrn hinzutreten und ihm auch seinen Segen zu erbitten am Ende dieser heiligen Messe, auf dass er unserer Bruderschaft weiterhin guter Wegeleit ist. Wir sind eingeladen, heute den einen oder anderen im Besonderen aber auch noch zuvor zu begrüßen. Und so darf ich zu Beginn ganz herzlich willkommen heißen, unser Kaiserpaar Josef und Lieselotte Hampfland. Des Weiteren begrüße ich unsere Schützenliesel Nathalie Weber, den Jugendprinz Jonas Kaiser, die Schülerprinzessin Melina Stark, den Bambini-Prinz Marlon Stark. Ganz besonders darf ich willkommen heißen in unseren Runden den Bezirksbundesmeister Gottfried Schmitz und den stellvertretenden Diözesanbrudermeister Klaus Zinke. Des Weiteren darf ich einen jeden recht herzlich willkommen heißen. Wir sind eingeladen, hier zu sein, da zu sein. Wir sind eingeladen, gemäß der Aufforderung Jesu, folge mir nach, uns erneut in den Dienst stellen zu lassen. In den Dienst, der bei uns die Überschrift trägt, Glaube, Sitte, Heimat. Und so rufen wir, Herr Jesus Christus, immer wieder rufst du Menschen, dir zu folgen. Ein jeder von uns hat dahingehend seine Aufgaben, hier vor Ort und in der Welt. Du sendest uns als Boten der Liebe und der Freude und der Gerechtigkeit. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wann immer wir zusammenkommen, wenn wir dein Wort hören, wenn wir dich in der Eucharistie begegnen und empfangen, dann gibst du uns Mut, dich zu bekennen. Wir dürfen sagen, ja, zu dir gehören wir. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du nennst uns nicht Knechte oder Mägde, sondern Freunde. Du willst verherrlicht sein in unser aller Leben. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser. Er verzeihe uns all unsere Lieblosigkeiten, all unsere Sünden und führe auch uns dereinst zum ewigen Leben. Amen. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns im Lichte deiner Wahrheit und Liebe zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Schwestern und Brüder, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Schwestern und Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist und das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Wort des lebendigen Gottes. Worte ewigen Lebens. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht, und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte aber: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmal zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Hoffentlich kurzes Wort. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Schwestern, liebe Brüder im Herrn hier vor Ort und an den Monitoren. Berufung, das ist ein großes Wort, ein wichtiges Wort, das wir oftmals in Verbindung setzen mit hauptamtlichen Aufgaben in der Kirche. Man ist berufen zum Diakon, zur Gemeindereferentin.
Man ist berufen, ein Bischofsamt oder sogar das Papstamt zu empfangen. Aber in der heutigen Lesung war von einer anderen Berufung die Rede, nämlich die Berufung zur Freiheit. Ihr seid berufen, frei zu sein. Nun wird keiner von uns wahrscheinlich sagen, mich hält doch nichts. Ich sitze doch nicht irgendwo in irgendeiner Zelle, bin doch nicht gefangen. Man hat mich auch nicht angekettet oder so. Ich bin doch ein freier Mensch. Aber manchmal ist diese Freiheit etwas missverständlich. Dann denkt man, das hat was mit Beliebigkeit zu tun. Weil ich frei bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Ich muss auf nichts achten. Und das, liebe Schwestern, liebe Brüder, das sieht unser Gesetzgeber ja schon ganz anders. In dem Moment, wo ich natürlich die Freiheit des anderen beschneide, indem ich dem anderen etwas wegnehme, indem ich zum Beispiel einem anderen sogar das Leben nehme, sagt mir der Gesetzgeber, deine Freiheit, die werde ich dir mal ein wenig beschränken. Denn du kannst mit der dir geschenkten Freiheit nicht umgehen. So wie du Freiheit lebst, schadest du der Gemeinschaft, schadest du der Gesellschaft. Das gilt, liebe Schwestern, liebe Brüder, zunächst natürlich für jeden Einzelnen. Auch wir, die Schützen Familie, kann natürlich auch nicht tun und lassen, was sie will. Und da ist es ganz gut, dass schon recht früh einige auf die Idee kamen, uns etwas mit auf den Weg zu geben, das uns hilft, dass wir uns immer gut entscheiden, dass unsere Freiheit immer schon ein wenig gelenkt wird. Und da gibt es ja diese drei Wörter, diese drei Worte, Glaube, Sitte, Heimat. Daran orientiert sich unsere Freiheit, inwieweit wir unseren Glauben leben. Da können wir nicht einfach glauben, jeder für sich, mal wie er Lust und Laune hat. Als eine Schützenfamilie haben wir ein Glaubensbekenntnis. Das werden wir gleich auch miteinander beten. Der Glaube, das ist das, was uns einlädt, frei zu sein und in Freiheit füreinander diesen Glauben zu bekennen. Da dürfen wir dankbar für sein, dass wir das sagen dürfen. Ich glaube. Nicht überall auf dieser Welt ist dieser Glaube gern gesehen. Hier, wir dürfen es. Wir sind eingeladen, diesen Glauben auch ein wenig in die Welt hinauszutragen, natürlich durch eine Art und Weise des Lebens, wovon wir dann sagen, es ist ein sittliches Leben. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Es schlägt sich immer dann zurück auf unsere Bruderschaften, auf unseren Verband, letztlich auf die ganze Schützenfamilie. Wenn man da tut und sagt, was man will, dann ist es schnell so, dass die Leute mit dem Finger auf uns zeigen. Schau, Glaube, Sitte, Heimat. Damit haben sie es nicht. Das muss alles klappen. Oder auch diese Heimat. Wenn einer keinen Bezug zu seiner Heimat hat, zu dem Ort, wo seine Wiege stand, wo er sagt, es ist mir egal, was dort geschieht. Wenn man sich nicht mehr interessiert für die Nachbarn, für die Freunde, für Bekannte, die diesen Ort ja auch mitprägen, dann ist es schwer, diesen Begriff Heimat zu füllen. Glaube, Sitte, Heimat, die Art und Weise, wie wir darauf antworten können, wenn Jesus auch uns anspricht, folge mir nach. Im Evangelium wurden wir so angesprochen. Folge mir nach, das heißt, sei bereit. Du, aber auch alle, die mit dir unterwegs sind. Denn so geschieht ja auch Berufung. Nicht erst, dass der liebe Gott sagt, den will ich haben. Erstmal sagt er, euch alle will ich berufen. Die Berufung zur Freiheit ist es. Euch alle will ich in den Dienst nehmen. Aber innerhalb dessen will ich dann doch einige wieder herausholen. Und das sind wir, die Schützenschwester und die Schützenbrüder. Wir sind herausgenommen aus der Gemeinschaft derer, die berufen sind. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir schöner sind oder sonst wie,
sondern weil der Herr uns eine besondere Aufgabe gegeben hat. Nämlich dann wieder, nachdem wir unseren Anruf angenommen haben, wieder hineingehen zu denen, die mit uns unterwegs sind, um einander im Glauben zu stärken, um einander zu fördern, um einander zu sagen, so wie eingangs schon gesagt, es ist gut, bei ihm zu sein. Auf die Fürsprache unseres Pfarrpatrons, des heiligen Josef, auf die Fürsprache all der Heiligen und Seligen und Engel dürfen wir immer wieder Gott bitten, nimm uns in den Dienst. Behüte uns und unsere Bruderschaft auch weiterhin und lass deinen Segen über uns, unseren Familien, Freunden und Gruppen sein. Seien wir in dieser Welt Garanten für den Anruf Gottes. Seien wir Zeugen und Zeugen der frohen Botschaft durch ein Glauben, ein gläubiges Leben, ein Leben der Sitte und in Verbindung zu unserer Heimat. Amen. Gemeinsam wollen wir unseren Glauben bekennen, mit den Menschen hier vor Ort, aber auch mit den Menschen auf der ganzen Welt. Alle beten gemeinsam jenes Gebet, richten sie sich aus auf den einen, der sich uns schenkt immer wieder. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott und Vater, viele Menschen sind Jesus damals gefolgt. Durch ihn haben sie Gutes erfahren dürfen. Im Blick auf sein Leben, Sterben und Auferstehen rufen wir zu dir. Für all jene in unserer Bruderschaft und in deren Familien, die einen schweren Lebensweg zu gehen haben, schenke ihnen Klarheit, Kraft und Entschiedenheit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, gib ihnen einen langen Atem und lass sie die Früchte ihres Bemühens sehen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Christen, die um Vertiefung des Glaubens und die Erneuerung der Kirche ringen, zeige ihnen und uns Wege, wie dein Reich in unserer Zeit lebendig wird. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wollen wir auch für alle Schützenschwestern und Schützenbrüder, für unsere Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, die bereits in die Wohnstadt des himmlischen Vaters aufgenommen wurden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Um all das, was wir ausgesprochen haben, aber auch um all das, was wir noch in unseren Herzen halten, bitten wir dich, der du lebst und Leben schenkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat uns versprochen, er werde in unserer Mitte sein, wann immer wir in seinem Namen versammelt sind. Er selber erfülle das Lobgebet, das wir über Brot und Wein sagen, mit seiner Hingabe und Liebe, damit dir gegeben wäre, was dir gebührt, heiliger Gott. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterben die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du auch uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Sebastianus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Als solche dürfen wir miteinander und füreinander beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht und Freude das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Frieden erlasse ich euch, Frieden gebe ich euch. So sagt der Herr es heute Abend auch zu uns. Und er sagt es durch uns hinein in die ganze Welt, denn die ganze Welt soll voll des Friedens sein. Nicht immer gelingt das, und das fängt nicht erst im Großen an, sondern oftmals im ganz Kleinen, hier vor Ort, in unseren Gruppen, Gremien. Manches Mal, da hakt es einfach. Und da ist es gut, dass wir dabei nicht stehen bleiben dürfen, sondern dass wir ihn bitten können, dass er uns hilft, dass wirklich Friede herrscht. Und so wollen wir ihn, der sich uns schenkt, in den eucharistischen Gaben bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben und das Hoffen deiner Kirche und schenke ihr und allen Menschen guten Willens nach deinem Willen, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Thank you.
Jesus Christus, das Lamm Gottes, den Sohn der Jungfrau Maria. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Die Kommunionausteilung erfolgt gleich hier an zwei Stellen, jeweils links und rechts vom Taufbecken.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues, ewiges Leben. Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit und dir auf immer verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Bevor wir den Segen Gottes erbitten dürfen, dürfen wir noch etwas segnen. Das war jetzt ein guter Satz. Und dazu darf ich den Brudermeister zu mir bitten. Am besten hier vom Hamburg. Kann man hier am besten festhalten. Ja, wir beziehungsweise Herr Pfarrer Eick darf jetzt gleich dann noch eine neue Sebastianuskette segnen, die uns von Herrn Wilfried Henseler gestiftet wurde. Bereits 1981 stiftete er uns die Sebastianuskette für die Erwachsenen, die ich derzeit trage. Und da wir den erfreulichen Zustand haben, dass wir eben auch sehr viele Junioren derzeit haben, haben wir eine Junioren-Sebastianuskette angeschafft. Und da hat sich eben Wilfried Henseler seines Zeichens Ehrenbürger Kardorfs und auch Ehrenmitglied des Bezirksverbands Bund Vorgebirge bereit erklärt, uns diese Sebastianuskette zu stiften. Hierfür einen herzlichen Dank. So wollen wir den Segen erbitten für die Kette. Und im Anschluss dann auch für uns selber. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, geeint in Glaube, Sitte und Heimat, treten wir vor dir hin. Und wir erbitten deinen Segen für diese neue Kette. Wir erbitten deinen Segen für uns und unsere Bruderschaft. Wir erbitten deinen Segen für all jene, die diese Kette zukünftig tragen werden. Lass sie stets eingedenk dessen darauf vertrauen, dass du sie begleitest, dass du es letztlich bist, der alles zu einem guten Ende führen wird. Darum bitten wir dich, der du lebst und Leben schenkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, den Segen Gottes, den wollen wir auch erbitten für uns und alle, die uns anvertraut sind. Ich darf euch und Ihnen noch einen gesegneten Abend, eine gesegnete Feierlichkeit wünschen, darf mich dann auch jetzt schon wieder verabschieden, weil ich muss noch jetzt wieder bügeln und sonst was. Ich fliege morgen nach Rom, werde aber euch und Sie natürlich dann mitnehmen, weil wir werden auch zum Grab des heiligen Sebastian natürlich gehen und dort dann unseren Verband, dem heiligen Sebastian, nochmal ganz besonders anvertrauen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, büte, begleite euch und alle, die einen Platz in eurem Herzen haben, der uns allzeit liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, Amen. Geht hin in Frieden. Absolutely.